Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War, Ragnarök und dem Beagle. So, wir sind hier noch im Menü. Ich bin zu diesem Skelett hier gegangen, das wir in der Ferne gesehen hatten. Ich zeige es auf eurer Karte einmal kurz hier, dieses Skelett hier. Bin da noch offcam reingegangen und habe ziemlich heftig aufs Maul gekriegt. Was soll's? Wie regel ich das jetzt am schlausten? Das macht kaum Schaden, das ist der Wahnsinn. Komm, 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 komm. Lass mich nicht wie ein Schwächling wirken. Nein, ich hab's nicht geschafft. Okay, der nächste Bubblehead. Hab ich's jetzt geschafft oder immer noch nicht? Doch, ich hab's geschafft. Oh Gott. Gestern bin ich hier so heftig dran verreckt, dass ich schon dachte, meine Fähigkeit ist endgültig einfach gar nicht mehr vorhanden. Die Runen. Ja, Kratos, die Runen. Was denn? Was ist mit den Runen? So, und jetzt möchte ich wissen, was es wert war, so viele Kreaturen hier zu haben, ey. Ich klinge sehr verschnupft, es tut mir auch leid. Ich bin auch verschnupft. Zumindest habe ich keine Nasennebenhöhlenschmerzen mehr, so wie gestern noch. Das sehe ich als Fortschritt an. Du machst dir eine ziemliche Gedichtsammlung auf. Ja. Das überrascht dich. Mein Volk ist berühmt für seine Kultur. Das ist keine wahr. Überraschung. Respekt. Ja, Spartaner sind, glaube ich, nicht so bekannt dafür, dass sie Kultur so zu schätzen wissen. Aber sei es drum. Nein. Nein. Ich warte immer noch darauf. Ich möchte gerne. Nein. Ich komme damit irgendwie nicht zurecht. Tödliche. Das packen wir ihm nochmal rein. Das klingt ehrlich gesagt nicht schlecht, auch wenn ich seine Wölfe vermisse. Wie hießen die noch, diese Wölfe, die er dann immer gerufen hat im Kampf? Die vermisse ich. Aber dafür hier so ein Terz zu machen, ihr Viecher. Ich brauch wohl neue Socken. Was ist passiert? Die sind nass. Sie werden trocknen. Weißt du, ich wusste, dass du das sagen würdest. Warum fragst du dann? Ich bin mir gar nicht so sicher. Sie werden trocknen. Ja, werden sie sicher. Ihr habt Socken? Nein, ohne Witz, ihr habt Socken? Da seid ihr ja. Hallo, die folgen mir übrigens überall, wo ich hingehe. Und manchmal blockieren sie mich auch. So, wo möchte ich denn hin? Was ist denn da vorne? Hoppala. Hier, was ist das hier vorne? Da weiß ich nicht, wie ich nach da oben drankommen soll, ne?
Und hier vorne? Oh. Eine Schneise und zack. Hacksilber. Hacksilber ist immer gut. Hier vorne waren wir mal nicht auch schon. Und hier vorne waren wir auch schon. Und hier... Kann man hier überhaupt hin? A very good question. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Na gut. Hier war ich ja gerade schon. Da ist noch eine Truhe für mich. Hey, auf meinen Reisen hörte ich von einer großen Schlacht in deiner Heimat. An einem Ort namens Tore des Feuers. Wie heißen Pforten? Du warst dort? Nein. Ist das Bedauern in deiner Stimme? Ich bedauerte viele Jahre, dass ich dort nicht gestorben bin. Aber jetzt nicht mehr. Oh, okay. Ich finde es schön, dass sie Kratos' Vergangenheit jetzt nicht mehr tabuisieren, sag ich mal. Okay. Interessant. Hier. Aber was ist das hier? Das sieht aus wie ein Grabstein. Aber kaputt machen kann ich ihn auch nicht. Ja, der Beagle macht erstmal hier Grabschändung, ne? Das erste, was er macht. Grabschändung. Oh, was ist das denn Spannendes hier? Warte. So, was haben wir denn da? Das muss ich irgendwie von oben lösen, wenn ich das richtig sehe. Oder bilde ich mir das ein? Ja, ich laufe dahin, ne? Andere würden ihr Getierse nehmen, um dahin zu gehen. Ich laufe dahin. Nee. Ups, voll dran. Ach, komm. Ein drittes Mal dran vorbei wäre auch peinlich gewesen. Irgendwie muss das hier doch zu lösen sein. Gibt es hier denn noch ein? Nein. Also muss ich das ja irgendwie von hier aus lösen können. Warte mal, wenn ich das so werfe und dann ganz schnell zurückrufe, interessiert es das nicht. So werfe und zurückrufen? Nein. So werfen und zurückrufen? Nein. So werfen und zurückrufen? Nein. Das ist jetzt doof. Das wird nicht funktionieren. Also alle einzeln kriege ich hin. Das ist nicht das Thema. Alle einzeln ist wirklich nicht das Thema. Aber alle zusammen schon. Meine Theorie bleibt ja bestehen. Beim Zurückrufen irgendwie. Also so nah muss ich mindestens dran sein. Wenn ich... Nein, das geht auch nicht. Nee, er schmeißt die ganz... Wenn ich denn mal die beiden hier... Aber auch das geht ja nicht. Das ist eigenartig, ehrlich. Hier ist ja auch nirgendwo ein Spiegel oder so, den ich benutzen könnte. Hier diesen eigenartigen Spiegel da. Wenn ich es von hier aus mache? Nein. Jetzt komme ich da nicht dran, was auch immer da sein mag. Mann. Na gut. Dann ist das so. Ich komme ja auch noch nicht. Ich muss ja eh noch mal. Erzählt, wie ich in Asgard ein kleines Vermögen gemacht habe. Nein. Einmal hat Baldr alle Bogenschützen der Stadt auf sich schießen lassen.
Wir wetteten darauf, wie viele Pfeile sein Körper aushält, bis er durch ihr schieres Gewicht zu Boden geht. Klingt schrecklich. Oh nein, nein. Er lachte die ganze Zeit. Und mein Tipp war der beste. Genau 446 Pfeile. Wie furchtbar. Die Geschichte solltest du Freya lieber nicht erzählen. Klar, weil ich plötzlich völlig den Verstand verloren habe. Ich meine ja nur. Ich liebe es ein bisschen, ehrlich. Was haben wir denn da? Diese Dinge, die Tiere denken sich halt auch. Sag mal, wie blöd ist der eigentlich? Boah, was ist das? Ist das hier der Eingang? Guck mal. Warum darf ich nicht direkt auf die Karte? Nein, das ist nicht der Eingang der Tiefen. Das ist was anderes. Erst... Mal das. Ich spiele großartig, weißt du? Weiß ich nicht. Will ich gar nicht. Das kann gerne so bleiben. Nee, warte mal, was? Es muss ja... Warte mal. Warte, hier kann es aber funktionieren mit meiner Idee. Nee. Das hat eh nicht funktioniert. Wenn ich das jetzt noch hinkriege... Warum? So. Ich wollte gerade schon sagen, warum? Ein Rundschild. Aber dann geht Vitalität runter. Nein, ich habe Angst, Vitalität runterzumachen, wenn ich ehrlich bin. Hier sind überall Käfer dran. Aber dann ist doch bestimmt da, wo ich gerade war, die Lösung auch irgendwas mit zurückgerufen, der Axt. Und ich habe den nicht den richtigen Winkel gehabt. Egal, ich fahre jetzt noch zu dem Fragezeichen dahin. Warum gähnst du? Ich mache eine Gewohnheit, nehme ich an, da ich nicht mehr schlafe. Obwohl viel verblüffender ist, dass ich hier bin. Ich habe dich tagelang wach bleiben sehen, ohne dass dir die Augen zufallen. Du döst nicht mal. Götter dösen nicht. Ha, sag das mal Thor. Ja, ich glaube auch, dass Thor eher so die faule Sau ist, wenn er nicht gerade am Töten ist. Und ich glaube auch, dass... Warte mal, das ist da vorne, ne? Ich glaube, dass ich da vorne noch gar nichts machen kann. Hier. Der Sand hat sich gelegt. Aber da hinten wütet noch ein Sturm. Meinst du, das heißt... Noch ein Haftgufa! Was? Achso. Das war ich. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal zurück, weil da kommen wir noch nicht durch. Da haben wir noch nicht das richtige Werkzeug für. Und ich glaube, es wäre auch ein bisschen öde, wenn man immer alles am Anfang direkt gelöst bekommt. Hui! Ich mag es, mit den Dingern hierher zu pesen. Das hat was. Ich will meine kleinen Wölfis wieder haben. Eine zerbrochene Rune, nur für mich. Hallo. Ich glaube, deine Axt braucht Zuwendung. Und ich glaube, ich habe eine Krähe hier gehört. Ah, du kleines Mistviech. Du hast aber einige Vögel gejagt. Vielleicht lohnt es sich ja, zum Rabenbaum zu gehen. Ja. Wie kann ich helfen? Meine Leviathan-Axt, ich weiß es nicht. Ich habe eine Frostflamme. Diese Axt wird einfach immer stärker. Danke. Was mit meinem Schild? Kann ich das verbessern? Nein, ich würde gerne, aber kann ich nicht. Kann ich das hier verbessern? Nein, kann ich auch nicht.
Was darf ich fertigen? Das weiß ich noch nicht. Das hier kann ich verbessern. In jedem Fall. Passt gut. Wobei, das war jetzt ein bisschen bescheuert, wenn ich gleich vielleicht... Ach, egal. Gurt des Raben. Das könnte mein bestes Werk heute sein. Zwergenstahl fehlt mir. Na gut. Gibt es noch etwas zu besprechen? Odins 12 von... Von links. 12 ist ein bisschen wenig. Ich brauche, glaube ich, 18 für die ganze. 18 brauche ich, meine ich. Ich kann neue Sachen upgraden. Das ist ja nett. Das klingt gar nicht schlecht. Dornschaden. Das klingt auch nicht schlecht. Warte mal, was? Aha. Atreus, kann ich irgendwas mit dir machen? Mit dir kann ich auch was machen. Das klingt gar nicht schlecht. Auch das klingt nicht schlecht. Auch das klingt nicht schlecht. Ey, der Junge hat's voll drauf mittlerweile, ne? Okay, ich weiß nicht, was eine Vater-Sohn-Kombo ist, aber sei es drum. Aber sicher. Was wäre das? Finde ich gar nicht schlecht. Ich werde mich da, glaube ich, auch bei Aggression noch ein bisschen drauf konzentrieren. Aber wenn ich den Kleinen nicht gerade brauche, ist er ja recht nützlich, ne? Wir werden jetzt mal nach Niflheim gehen. Oder Niflheim oder wie man auch immer es jetzt aussprechen mag. Gucken, ob wir noch Rüstungsteile bekommen. Wäre ja ganz nett. Redet ihr gar nicht? Hast du keine Fragen, Kleiner? Nein? Na gut. Ich frage mich ja immer noch, ob wir einfach auf einem anderen Teil... Der Vater von allen sind vom Baum geschwungen. Vater erhielt Weisheit, wen Knechtschaft des Menschen. Vom Baum geschwungen. Was glaubst du, was das... Er hängt im Leben, auf ihm im Tod, bis sein Stein uns befreite aus unserer Not. Da brauche ich die 18. Der Raben befreit also irgendwie ihre Geister. Gut zu wissen. Frei. Tja, jedenfalls frei von Odins Kontrolle. Das ist schon viel wert. Gehen wir's an. Machen wir. Warte mal. Ach, geil. Direkt alles besser geworden. Warte mal. Was hatte ich denn vorher? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber es ist besser geworden. Wenn ich jetzt noch die Brustrüstung hinkriege mit den Raben... Soll es was Besonderes sein? Nicht genug Ressourcen. Ach so. Ja, irgendwie... Nee, ich will verkaufen. Artefakte. Die werden sich in meiner Sammlung sehr gut machen. Tribut an Frey. Verdammt, du warst fleißig. War ich das? Naja. Man möchte ja auch was für seinen Geldbeutel tun, nicht wahr? Keine Erstattungen. Ne, will ich gar nicht. Also, Leute, noch. Sechs Krähen. Und wir kriegen den Brustrüstung noch zusammen. Tja, ich hoffe, Tyr hatte genug Zeit, sein Gleichgewicht zu finden. Oder was auch immer. In der Tat.
Ich sah den alten Kriegsgott in ihm aufblitzen. Aber nur flüchtig. Aber nur flüchtig. Es ist nichts Falsches daran, gegen den Krieg zu sein. Oder gegen die Prophezeiung. Da hast du wohl recht. Man kann sich nie ganz sicher sein, was die Riesen damit gemeint haben. Bin ich der Einzige, der sich erinnert, dass sie unsere Reise nach Jötunheim voraussagten? Wenn die Riesen sahen, wie Tyr bei Ragnarök Armeen anführte, glaube ich ihnen. Die Frage ist nur, wie du Tyr dazu bringst, das zu glauben. Ich finde das gar nicht so leicht. Aber sei es drum. Wir werden nächste Mal mit Tyr reden. Vielleicht, eventuell. Da sitzt das Eichhörnchen immer noch rum. Dieses lustige Eichhörnchen. Mal schauen, vielleicht hat er sich besonnen, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Heute war eine Erkundungsfolge. Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Rüstungsteil, das wir da haben. Bin mal gespannt, wie das Brustharnisch aussieht. Schauen wir mal. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein!